Willkommen zurück, Freunde, zur 3785. Folge der Binding of Isaac. Na, wer versteht den Witz? Wer versteht den Witz? Ich war gerade ein bisschen schockiert, weil die ganze Kamera und meine Haare so... Das war gerade eine Überraschung. Das ist ziemlich blöd, wenn man wenig Spiegel im Haus hat. Uns fehlt noch ein Ganzkörperspiegel. Ich kann nur immer sehen bis hierhin. Weißt du, im Badezimmer siehst du, wie du aussiehst. Aber untenrum, keine Ahnung, wie ich aussehe. Okay, ich möchte auf Continue klicken, weil wir haben ja ganz kurz auf Continue geklickt, weil ich wissen wollte, mit was er startet. Und das ist er hier. Mit dem müssen wir noch ziemlich viel freischalten. Wir müssen, boah, alles machen und noch viel mehr. Ist das ein X-Erlebnis? Nein, sehr gut. Gut, Leute, ich hoffe, ihr habt gestern die Parodie gesehen. Die war, natürlich von Markiplier geklaut, wegen den Katzen und so. Der hat ja Katzen und Hunde synchronisiert. Natürlich nicht. Viele schreiben da, auch wenn ich schon geschrieben habe, was mich inspiriert hat. Und zwar der gute alte Jax-Films. Wieso zieht mir das ein ganzes Herzchen ab? Holy shit, okay. Der Poop, ja, gute Frage. Nehme ich Poop mit oder nicht? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, Jax-Films hat mich inspiriert. Ich will das kaputt machen, weil da kann so ein kleiner Geheimraum auf mich warten. Vor allen Dingen, wenn er jetzt links ist, da kommen wir sogar durch. Leider nicht, okay. Jax-Films hat sowas mit amerikanischen YouTubern gemacht und, ich habe sowas im Englischen noch nicht gesehen. Natürlich hat er Bali und hier und dort ein paar Parodien, aber in diese Richtung, in dieser Art habe ich das noch nicht gesehen. Das ist sehr nett. Könntest du vielleicht auch für dich selbst in die Luft zu jagen? Ich wollte, dass du mir diesen Stein hier aufsprengst. Und ja, natürlich war das alles so spaßig gemeint, das Ganze. Ich will auf jeden Fall eine zweite Version auch noch machen, den Wiggleworm. Wiggleworm. Früher fand ich das ziemlich cool, das Rumgewiggle, aber mittlerweile ist es, glaube ich, ziemlich nicht gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein blaues Herzchen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben weniger Chancen zu sterben und schon haben wir das Herzchen verloren. Holy shit, okay, das gibt's doch nicht, Mann. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da inspirieren lassen. Ich habe auch eigentlich am Ende, habe ich noch gesagt, hey, das ist alles nur Spaß und inspiriert von Jax-Films und bla bla bla. Habe ich aber direkt wieder rausgeschnitten, weil ich wollte, dass es ein kurzes und knackiges Ende hat. Das war mir sehr wichtig. Und ich habe gesagt, hey, schreibt mir doch, welche YouTuber ich noch parodieren soll. Das war mir irgendwie alles zu doof. Two of Clubs, oh, das ist schön. Das nehmen wir mit. Und jetzt können wir den Stein aufsprengen und hoffentlich noch mehr blaue Steinchen bekommen. Und noch mehr blaue Herzchen natürlich. Ja, auf jeden Fall habe ich das am Ende gesagt, aber habe es rausgeschnitten. Weil das war, ja, wie gesagt, ist halt... Es muss kurz und knackig sein. Wenn ich am Ende noch ganz halt gefaselt hätte, das hätte nicht so diese Wirkung, ne? Ja, ich mache mir sehr viele Gedanken bei Videos, sehr viele. Vielleicht manchmal auch zu viele Gedanken. Holy shit, okay, wir setzen das hier ein. Bye, bye. So ein paar. Was ist das denn für ein Raum? Den sehe ich zum ersten Mal, Mann. Das ist ein Albtraum. Oh, sehr gut, mit der Bombe haben wir ein paar erwischt. Das ist gut. Auch der in die Luft fliegt. Jetzt können wir in den Nahkampf gehen. Das ist ein großer Vorteil. So, okay. Let's go. Ach so, und übrigens, im letzten Video gab es irgendwie einen Kreis und einen roten Pfeil und einige sind da voll abgedreht und Pfeile. Das sind alles so kleine Mitläufer, die keine eigene Meinung haben, glaube ich, ne? Leute, ihr müsst eine eigene Meinung haben. Meine Meinung ist, dass, ich mache nicht oft diese roten Pfeile und was weiß ich. Dieses Thumbnail habe ich auch im Stream gemacht. Da habe ich noch im Stream gesagt, oh, da packe ich einen roten Pfeil und einen Kreis drauf. Und alle fanden es witzig. Auf jeden Fall, wenn Leute oder YouTuber Pfeile und rote Kreise machen, Leute, was ist das Problem? Was ist das Problem? Es gibt doch eigentlich kein Problem. Auch wenn jetzt ApoRed sein ganzer Kanal aus roten Pfeilen und gelben Pfeilen und roten Kreisen besteht, soll er doch machen. Wenn es ein Stil ist, soll er es machen. Wenn es wirkt, er hat ja gesehen, oh, es fällt mir auf, meine Videos werden besser geklickt, boom, macht man das. So ist es halt. So ist es halt. So denkt, jeder YouTuber eigentlich. Jeder YouTuber möchte natürlich seine Views haben. Und deswegen versucht er das Bestmögliche daraus zu machen. Aber es darf nicht natürlich zu krass abdriften. Also, rote Pfeile und Kreise sind ja alles super. Aber wenn man anfängt, irgendwelche nackten Frauen und dieses ganze YouTuber-Erraten, also YouTuberin an der Fiddle-Bubble-Bubble, sag jetzt nicht an was, das ist ein bisschen zu übertrieben. Das ist zu übertrieben, Mann. Wobei, jetzt kann man auch sagen, hey, das beißt dich natürlich. Du sagst doch, hey, wenn es Klicks bringt, dann tete. Ach, ist so kompliziert. 2020 ist super. Also auf jeden Fall finde ich das aber nicht so krass. Ich habe es jetzt auch nur einmal gemacht. Als kleinen Gag. Und ja, ich glaube, einige haben, also die meisten haben es auch als Witz reingeschrieben, dass die mich deabonnieren und da. So, ich finde super, dass wir jetzt 2020 haben. Let's go. So, rote Pfeile und Kreise verletzen keinen, aber dieses nackte Frauen raufklatschen von das verletzt einige. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Frau wäre und ich würde irgendwo auf einem Thumbnail nackt zu sehen sein, das würde ich auch nicht cool finden, Mann. Das verletzt eher. Ja, das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Da, ja, habe ich das Argument gefunden. Let's go. Dankeschön. Mitnehmen. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir machen auf jeden Fall den Boss Rush, Mann. Mit 20. Ja, komm schon.
Ich glaube aber, ich behalte den hier. Head of Krampus. Oder ich nehme das hier mit, weil es weniger Aufladung hat und dem Boss Rush uns ganz gut helfen kann. So, let's go. Also, Pfeile, rote Kreise, solange es funktioniert, passt das ja schon. Man kann ja auch zu mir sagen, du, was weiß ich, du machst immer dein Gesicht drauf. Boah, was ist das denn? Ja, das Gesicht mache ich immer drauf, weil ein Gesicht immer ansprechend ist. Wenn es ist mein Gesicht ansprechend, sagt jetzt nichts Falsches, Mann. So, also ein Gesicht, habe ich irgendwo mal gelesen, eigentlich schon vor 5 Jahren irgendwo gelesen, dass Gesicht auch Thumbnail ein bisschen ansprechender wirken. Und deswegen habe ich das ab und zu mal gemacht. Ziemlich oft. Und es macht irgendwie Spaß. Es macht Spaß, sein Gesicht irgendwie reinzuklatschen. So, warte mal, ich will auf jeden Fall das da irgendwie haben. Dann stampft es 2-mal. Das ist cool, Mann. Das ist cool. Aber ich will jetzt nicht aus dem Automaten rausspringen. Was ist das hier? The Devil. Mhm, gut, sehr gut. Geheimraum. Und wir haben das restliche Money gefunden. Ich habe kurz überlegt. Sehr gut. Und ja. Gut, dann hätten wir das jetzt mal geklärt. Ist doch eine simple Sache. Gut. Noch etwas erzählen? Ne, ich glaube nicht. Auf jeden Fall werde ich weiterhin ein paar YouTuber auch noch wieder vielleicht eine zweite Version davon machen. Und ja, besser gut nachgemacht als schlecht selber erfunden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Jacks Film solltet ihr auschecken. Komm, hier, gib mir die Bomben, Mann. Sehr gut. Op, 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 op. Ein sehr lustiger amerikanischer YouTuber, der eigentlich auch ziemlich bekannt ist. Also eigentlich sollte man ihn tatsächlich kennen. Aber ich habe gestern auch ziemlich viele andere YouTuber entdeckt. Wie zum Beispiel I am Sir. C-Y-R. Oder C-Y-R, einfach so, weißt du? Gib das mal ein, dann kommst du in deinen Channel. So wie Cry, nur die Buchstaben vertauscht. Als wüsste man nicht, wie man Cry schreibt. So, ungefähr. Der ist ja auch sehr interessant, macht aber, also ist sehr unbekannt, aber ist halt super Qualität, Mann. Super Qualität. Genau wie im deutschsprachigen Raum, da gibt es auch viele Leute, die so viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Wieso machen die einfach keine roten Kreise auf den Thumbnails, ne? Okay, let's go. So, auf Wiedersehen. Wie startet eigentlich dieser ganze Hass mit den roten Kreisen? Ja, weil jeder das gemacht hat. Mir ist es auch aufgefallen, aber ich dachte mir so, ja, das ist eigentlich eine gute... Ich dachte nicht, boah, sind das Arschlöcher, sondern ich dachte eher, hey, die haben echt eine gute Idee mit den Kreisen. Weil das spricht mich irgendwie an. Die haben es geschafft. Ich habe sie eher bewundert für diese Idee. Für rote Kreise und Pfeile. Ach ja, ich habe ja mein Space-Item. Das testen wir jetzt gleich mal beim Boss, wie das funktioniert. Let's go. Und... Hat nicht doppelt gestampft? Wie, es hat nicht doppelt gestampft? Komm schon, da hätte ich ja doch lieber Krampus mitnehmen können, weil dann hätte er doppelt geschossen, oder? Hat es doppelt... das ist jetzt eine schwere Situation, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt wirklich doppelt so viel Schaden gemacht habe oder nicht. Oh, wir gehen übrigens jetzt auf Angel Deals, ne? Wenn alles gut läuft. Und wir haben ein wunderschönes Item gefunden, aber jetzt müssen wir auch weiterhin hoffentlich nicht den Tod finden, sondern den richtigen Weg Richtung Itemraum. So, und meine Fresse, sehen wir klein und süß aus. So, nein, könntest du jetzt mal bitte einmal in die Luft fliegen? Irgendwann vergesse ich dich und dann kratze ich meine Nase, vergesse auszuweichen und bin dann tot. Ja, das wird's wohl sein, Mann. Das wird's wohl sein. So. Perfekt, und den Schlüssel holen wir uns gleich auf dem Rückweg. Ist das endlich? Das ist endlich ein Run! Das ist endlich ein Run, Leute! Spiele ich eigentlich die Heretic Mod? Ja, ich spiele die Heretic Mod, ne? Ja. So. Leute, ist endlich ein Run. Kakao 2020. Echt mal Items, die ich lange nicht mehr gesehen habe und die dafür sorgen, dass wir riesengroße Tränen bekommen. Und an dem darf ich jetzt nicht zu gierig werden, wieder mal. Komm schon. Und auch nicht irgendwie jetzt aus Versehen nicht dran spielen. Komm schon, okay. Du willst es doch. Komm schon. Nimm es. Ja, geht auch. Ein bisschen Speed up. Sehr gut, weiß ich das. Temperance. Tour of Hearts setzen wir auf jeden Fall ein. Temperance. Ja, komm. Ein bisschen Money nehmen wir noch mit. Pheromone. So. Okay, ein bisschen Money geschnappt. Ein bisschen Money stibitzt. Den Rest lassen wir jetzt einfach mal. Ich spreng, glaube ich, mal. Okay. Und ich spreng ich auch mal. Okay, sehr gut. Darauf habe ich ein bisschen gehofft, dass er mir ein Herzchen gibt. Die Kiste könnte man uns auch holen. Komm, wenn die Bombe jetzt nicht sitzt. Ah, das war dumm. Das war dumm. Scheiße. Ach, komm. Ah, komm ich da an? Ach, nur Spinnen drin. Gut, und die wurden direkt getötet. Alles klar, das habt ihr verdient. Was nehme ich hiervon mit? Ich glaube, ich schnapp mir ein paar blaue Herzchen und spende einfach mal. Mal gucken, wie viel er nimmt. Komm schon, nimm ein bisschen mehr. Ich könnte auch mal gucken, ob die Heretic Mod ein Update bekommen hat, jetzt mal ganz ehrlich. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. So, also mich lange nicht mehr erkundigt. Welche Ebene ist das? Ich glaube, die dritte, ne? Ja, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Itemraum haben wir. Kampfraum kommen wir jetzt leider nicht mehr rein.
Das ist ein Problemchen. Da rechts könnten wir rein, verlieren aber ziemlich viel Leben. So, das Gute ist auch, dass wir jetzt sehr schnell unsere Tränen aufladen, weil... Na, komm schon. Zack. Weil wir eine gute Feierritte haben. So, pass mal auf jetzt. Wir gehen in die nächste Ebene, weil ich will versuchen, den Bosswasch irgendwie hinzubekommen. Das muss einfach. Und ich liebe dieses Wetter übrigens. Es ist so gut, dieses Wetter. Es motiviert mich unglaublich. Ich fühle mich richtig... Ich tanze durch die Wohnung manchmal. Wenn Jana nicht hinguckt. So. Okay. Das möchte ich nur mal kurz erwähnt haben, Mann. Oh. Eigentlich müsste ich umziehen. Eigentlich müsste ich auswandern. Irgendwohin, wo es immer warm ist. Australien. Jana steht voll auf Australien. Ich weiß nicht, wer dieser Australien ist, aber da gehen wir nicht hin. So. Okay. Können wir ein bisschen spammen. Ich will übrigens jetzt auch anfangen, wieder Eden-Streaks zu machen. Keine Ahnung, irgendwie dieses Wetter sorgt dafür, dass ich Bock habe auf Eden-Streaks und eigentlich allgemein einfach, um wieder warm zu werden für Afterbirth Plus auch noch, ne? Also, in den nächsten Streams könnt ihr ruhig vorbeischauen. Dieses Video kommt wieder etwas spät abends, da läuft der Stream schon. Ich streame immer so, na nicht immer, gestern wieder nicht, also jeden zweiten Tag, Mann, jeden zweiten Tag immer circa 17 oder 18 Uhr. Wenn ich um 19 Uhr nicht streame, dann streame ich gar nicht. Upsi. Okay, wir sollten uns jetzt langsam hier dran gewöhnen und mal ein bisschen konzentrieren. So. Also mal ein bisschen anstrengend dran gewöhnen. An was gewöhnt man? So. Denn Eden Streaks, da darf ich auf jeden Fall keinen Scheiß machen. Wieso leuchte ich eigentlich so leicht? Ich leuchte so leicht. Wieso tue ich das? Könnte ich bitte aufhören zu leuchten? Will ich das haben? Ich will es einmal anfassen. Ich will es einmal anfassen. Zack. Und auch benutzen, weil da ist ein blaues Steinchen. Ich finde es auch sehr gut, wie die das gebufft haben, dieses Item. Weil früher war das ja so richtig, naja, so richtig scheiße. Jetzt kannst du es wenigstens, also du konntest es früher nur an einem Stein einsetzen, ne? So war das, glaube ich. Ein Stein nur damit kaputt machen. Wer will das Item schon haben, ne? So. Und jetzt kannst du wenigstens den ganzen Raum damit kaputt machen. Eigentlich nicht schlecht, das Item jetzt. Kann man echt mitnehmen. Wenn man irgendwann Bombenmangel hat oder sowas, komm, wir spammen das jetzt hier weg. Wiggle. So. Einige haben sich auch beschwert, dass ich da nicht neu gestartet habe im Greed-Mode, weil ich den Typen bekommen habe. Ich fand das eher lustig und außergewöhnlich, weil wir was anderes haben. Also mal so ein bisschen erschwerte Bedingungen. Und da wollte ich jetzt nicht neu starten und daran flüchten. Kann ich ja ganz eigentlich nur neu starten, bis ich im ersten Item Raum Magic Mushroom bekomme und keine Ahnung, Polyphemus, ui, toll. Nee. Das gehört ja dazu, dass du auch manchmal beschissene Runs hast und komische Runs. Okay, gut, du hast auf jeden Fall die Spinne erwischt. Super gemacht, Mom. Ah, die hätte ich alleine nicht geschafft, Mom. Echt toll, Mom. So, Moms Fuß eigentlich. Gut, ein Fuß kann ja nicht wirklich krass denken. Das erhöht die Fire Rate, aber sinkt auch extrem die Reichweite, ne? Deswegen nehme ich das leider nicht mit. Nee, das nehme ich leider nicht mit. Das brauche ich nicht. Das wär blöd. So, Geld bekomme ich sicherlich nicht zusammen. Grotto 2 sind wir. Warte mal, ich überlege gerade, weil ich würde gerne dieses plus 1 Damage Up haben, aber dafür müsste ich 14 Münzen finden. Wo zum Teufel soll ich 14 Münzen auftreiben? Vielleicht bekomme ich 14 Münzen, oder? Okay, was ist das? The Fool. Hey, das ist gut. Damit ich mich retten kann. Vielleicht im Notfall. Oh, keine Space Items. Ja. Das sind super Items. Super. Es hat sich gelohnt, diesen Raum zu clearen. Allgemein will ich die Eden Streaks jetzt anfangen und ich möchte jetzt nicht immer nur bei 10 sterben. Also seit Afterbirth kriege ich einfach keinen hohen Streak mehr hin. Es ist einfach, meine Streaks sind schlapp. Und ich will diesmal auf jeden Fall sehr vorsichtig spielen und alles erkunden und alles... Ich möchte perfekt spielen. Ich möchte es endlich schaffen, einen Winstreak von 100 zu bekommen, noch vor Afterbirth Plus. Das Traurige ist halt, wenn wir jetzt tatsächlich einen Winstreak von 100 bekommen, dann... ich wollte, dass sie die Totenköpfe kaputt machen. Dass ich dann wieder von vorne anfangen muss, wenn Afterbirth Plus rauskommt, weil das ist ja ein neues Spiel und dann muss der Winstreak wieder resettet werden. Sehr gut. Hallo? Wie ich immer Hallo sage, wenn ich kurz nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, solche Lückenfüller kommen immer, wenn... Nach einer Zeit, wenn du ganze Zeit Let's Plays, da kommen irgendwelche Lückenfüller, wie zum Beispiel bei mir, dieses Hallo... Oder manchmal im Stream sage ich einfach Dankeschön. Aus irgendeinem Grund, obwohl nichts passiert ist. Keine Ahnung, mein Gehirn ist einfach... Es könnte ein Lückenfüller sein oder... Mein Gehirn ist einfach durchgebrannt, keine Ahnung. Komm, Dampf. Mein kaputt. Hier spammen wir jetzt einfach... Oh, fuck. Mein Gott, diese Reflexe sollten aber echt besser werden für den Stream später. Denn sonst komme ich so nicht weit. Denn sonst komme ich so gar nicht weit, Mann. Oh Gott, ey, heil dich noch tausendmal. Ich hasse diesen Gegner, ich hasse ihn. Unglaublich, wie ich sehr hasse.
früher dachte ich mir so, wie kann man so einen beschissenen Gegner, so einen einfachen Gegner hier platzieren und dann... Eigentlich ist er auch einfach, aber das lief gerade nicht gut. So. Auf Wiedersehen. Ob wir auch die Heretic Bot schaffen werden, wenn wir jetzt... Also bis Afterbirth Plus... I don't know, man. I don't know. Zack. Zack. Einmal kurz rasieren. 3 Münzen. Der Itemraum. Gut, es läuft perfekt, Mann. Wir finden perfekt die Orte, die ich finden will und dann... Und dann meistens den Boss. Oh, hi, du. Das Gute ist auch halt keine Space-Items. Das ist super. Wobei, es gibt auch gute Space-Items, muss man sagen. Leider keine blauen Herzchen bekommen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Naja, mal gucken. Im Shop gibt es vielleicht gleich noch etwas. Aber dafür müssten wir auch erstmal 5 Münzen finden. So, auf Wiedersehen. Also eine Münze noch eigentlich. Habt ihr eine Münze für mich? Irgendeiner? Nope. So. Ja, den Bosswasch muss ich leider machen. War ja klar, wenn ich den Bosswasch machen muss, dann finde ich natürlich eine The Fool-Karte und kann mich rausporten und du. Und so, aber wenn ich ihn nicht machen muss, dann bekomme ich es nicht. Ich nehme dich mit und ich spreng dich mal. Vielleicht ein bisschen mehr Money. Tatsächlich, komm, erreichen wir. Nee, uns fehlt dann eine Münze. Komm schon, die 300 wären doch jetzt was. Und eine Münze noch. Eine einzige Münze. Die nimmt er sogar. Ist noch nicht stecken geblieben. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Hilfe. Auf Wiedersehen. Genau, wie auf Wiedersehen auch so ein Lückenfüller ist. Naja, jetzt könnt ihr immer so ein Trinkspielchen machen. Immer wenn ich sage, hallo oder, tschüss. Dann immer einen trinken, ne? Natürlich einen Schluck Milch. Wir wollen es ja nicht direkt übertreiben. So, und komm, auf Wiedersehen. Nice, noch ein Orbital, das ist super. Ah, dieses Baby. Ich nehme mit, komm schon. Keine Lust, jetzt noch zu warten auf Angel Deal und so. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ja, let's go, man. Jetzt kommt die letzte Ebene, die machen wir ganz schnell und dann machen wir den Boss Rush. So sieht's aus, Mann. Ja. Okay. Heute kommen ja auch die neuen Operator raus, oder sind rausgekommen, ne? Für Rainbow Six. Das könnte ich auch mal wieder im Stream ein bisschen zocken, glaube ich, jetzt mit den neuen Operatoren. Kann man ja mal wieder reinglupschen und hier und dort ein paar Matches mit Zuschauern oder gegen Zuschauer machen. War ja eigentlich ganz witzig. Haben wir einen 24-Stunden-Stream gespielt und es kam sehr gut an. Wo bist du? Da bist du. Ist noch einer? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und der hat mich sogar erwischt. Drecksack, du. So, lass mich gucken. Komm, gib mir eine Münze. Das ist keine Münze. Ich brauche jetzt eine Münze nur. Komm schon, ich will die 300 jetzt erreichen. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt keine einzige Münze gedroppt. Das wäre lustig. Das wäre sehr lustig, Mann. Okay, eine Bombe. Nein! Oh mein Gott! Ich habe nicht gesehen, dass das der Boss ist. Ich kann mich rausporten. Ich habe The Fool. Oh Gott. Das war kurz ein Schock, ey. Ich habe gerade richtig groß gemacht. Okay, was machen wir? Wir gehen in die Chest, weil Chest ist lustig. So, was haben wir hier? Wir können fliegen. Nehme ich mal mit, auch wenn wir jetzt weniger Leben haben. Und hier haben wir nichts Gutes. Wow, toll. Super. Den Bosswash, den müssen wir aber machen, Mann. Ich glaube, was nehme ich denn hiervon mit? Heilige Scheiße. Gar nichts, ey. Ganz ehrlich, gar nichts. Das Baby. Das ist, das könnte uns für die Verwandlung helfen. Das könnte Münzen droppen. Ich nehme das hier mit. Weil es uns Münzen droppt. Jede Welle auch noch, ne? Jede Welle bekommen wir noch ein paar Münzen gedroppt. So, den schnell zerstören. Wow, der ist gruselig. Ey, wenn ich jetzt gleich aber zu wenig Leben habe, dann werde ich mich hier rausporten, Hallöchen. So. Denn ich möchte jetzt nicht sterben. Ich möchte jetzt nicht beim Versuch, den Bosswasch zu machen, sterben, Mann. So, immer schön aufladen, komm schon. Multi-Baby. Multi-Baby-Angriff. Wir brauchen noch ein paar Damage-Ups, ne? Da fehlt so ein kleiner Cricket's Head oder so. Oder Proptosis. Oh ja, Proptosis-Kakao. Das ist geil, oh. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Münzen, um die 300 zu knacken, auf jeden Fall. Und so. Oh, Leute, ich glaube, ich werde es nicht machen. Ich glaube, ich werde es echt nicht machen. Ich glaube, ich werde mich gleich rausporten. Das ist mir zu gefährlich und ich mache zu wenig Damage. Ich müsste dann nah ran an die Gegner, aber das Problem ist halt, dass ich nah ran an die Gegner muss und dann treffen die mich und dann tut es weh, Mann. Das tut sehr weh. So. Könntest du jetzt aufhören, mal solche Kacke hier zu beschwören. So. Auf Wiedersehen. Von allen Seiten kommen die, Mann. Egal, wir haben noch den Polaroid-Effekt und hier ganz viele Herzchen. Damit kann man arbeiten, muss man aber nicht. Und wir haben noch das Space-Item, du Idiot. Okay. Ein paar Schlüssel noch gönnen.
Okay. So. Damit wir gleich kein Space-Item bekommen. So, ich darf nicht vergessen, gleich mein Space-Item immer einzusetzen. Das macht doch ganz viel Schaden. Das könnte uns helfen. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, Mann. Vielleicht schaffen wir es noch. Und... Ach so, nein, ich kann es noch gar nicht einsetzen. Ich habe gedrückt und warte ganz Zeit, bis ein Fuß runterkommt. Ich bin so ein Idiot manchmal. So. Okay, Spam. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist. Weißt du, wenn du spamst oder so lange wartest und auflädst, was macht mehr Schaden? Weil das Spam macht halt ganz viel Schaden, ganz schnell. Und das andere, da brauchst du noch ein bisschen Zeit. So, zum Aufladen. Und verstehst du es, Mann? So, deswegen bin ich da ein bisschen unsicher. Und diese Typen sind Arschgeigen. Holy shit, Mann. Kommt rein in die Stacheln. Auf Wiedersehen. Danke für das halbe Herzchen. Gut, und ein ganzes Herzchen. Scheiße. Komm, wir nehmen das mal ganz kurz mit, damit wir hier so ein paar Schlüssel gedroppt bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Schlüssel gedroppt bekommen, komm schon. Achso, wir können das einsetzen. Bye, bye. Er lebt noch. Scheiße. Warte. Ach, keine Schlüssel gedroppt bekommen. Ist defekt. Jetzt? Auch nicht. Gut, warte mal. Wir schnappen uns auf jeden Fall das alles. Eigentlich wollte ich die blauen Herzchen behalten. Damit wir sie nicht verlieren und im nächsten Raum, also auf der nächsten Ebene direkt Emperor-Karte. Aber das geht nicht. Ich muss nämlich den Itemraum auschecken. Du Arsch. So. Ich muss den Itemraum auschecken. Da kann ein gutes Item drin sein, wenn wir auch noch Hasch machen wollen. Weil den müssen wir auch noch machen. Der steht auch auf der Liste. So. Oh, dieser Damage. Dieser Damage ist unglaublich. Unglaublichable. So. Okay. Sehr nice. Holy shit. Okay. Perfecto Matico. Gib mir jetzt noch ein paar blaue Herzchen. Ich hab Angst vor dieser Emperor-Karte, Mann. Ich leg's mal ganz kurz ab. Nicht, dass ich sie aus Versehen einsetze. Nicht, dass mein Finger zu schwach wird. Hatte ich schon mal. Hatte ich schon mal. So. Komm. Eigentlich will ich ihn nicht töten. Er soll mit seinem Brimstone-Strahl dieses Ding da töten. Komm und. Let's go. Jawoll. Guck mal, wir arbeiten zusammen mit dem Gegner. Und jetzt zerstören wir ihn. Und dann sind wir gemein. Oh, 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 oh. Und weg sind die blauen Herzchen. Super. Scheiße. Gottes Willen, hör auf, mir auf die Pelle zu. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ich möchte jetzt nicht an einem Widow sterben. Komm schon, das ist peinlich. Das ist fast so peinlich wie an roter Kacke zu sterben. Ja, ich habe, glaube ich, schon oft mein Windtrick gegen rote Kacke verloren. Au, oh, verdammt. Ach so, das ist gar nicht mein Daddy Longlegs. Scheiße, Mann. Das ist hier dieser Eumel da. Wo bist du? Komm her. Auf Wiedersehen, bisschen rasieren. Nein, 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 ich will das hier mitnehmen. Nicht, dass die Welle gleich vorbei ist. Au, 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 ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot und hier sind keine Herzchen mehr. Leute, wir müssen aufgeben. Wir müssen aufgeben, wir müssen aufgeben. Scheiße. Okay, könntest du bitte aufhören jetzt zu schießen? Wow, wow, wee, wow. Verdammt, ich musste aufgeben. Ich musste aufgeben. Ich habe da zu viel Damage bekommen. Scheiße. Egal. Egal. Es geht noch weiter, der Run. Wir haben immer noch ein paar Sachen zum Achieven. Aber im Boss Rush sind wir leider zu schwach gewesen. Gut. Wow, eine Superform, die mich jetzt einfach töten kann. Das macht mir richtig große Panik, Mann. So, wahrscheinlich kann die normale Form mich auch einfach mit One-Hit töten. Also es wäre echt cool, wenn ich jetzt irgendwie ein Herzchen bekommen könnte. So ein klitzekleines, süßes Herzchen. Danke. Huh. Schnief. Aufregung. Die One-Hitted, glaube ich, auch. So, alles One-Hitted hier eigentlich. Vielleicht schaffen wir dafür Hasch gleich oder so. Keine Ahnung. Wäre ein Wunder auf jeden Fall. Hallo, blaues Herzchen. Und boom, 300. Ich nehme auf jeden Fall das hier mit. Oh, das hätte ich vorher finden sollen. Dann hätten wir im Bosswasch vielleicht noch weniger Probleme. So. 302. Die spreng ich einfach mal. Vielleicht noch mein Mann. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Oh, jetzt 300, okay, gut. Wäre lustig, wenn es bei 290, dass ich so viel rausgesprengt hätte, dass da 298 sind und ich dann eine Münze eingebe und dann pop, bei 299 festgesteckt. Das wäre lustig, oder? Das wäre richtig lustig, komm schon. Gib zu, das wäre lustig. Gibt es zu jetzt. So. Könntest du bitte aufhören, so panisch rumzurennen? Danke. Okay, gut, das hätten wir dann auch mal geklärt. Pass auf, der Itemraum fehlt noch, der ist da irgendwo versteckt. Ja, tut mir leid wegen dem Bosswash, aber ich wollte den Run jetzt nicht irgendwie da beenden, ich hab mir gesagt, wenn ich es nicht schaffe, dann... Boah, Mann!
Dieses blöde Sacrificial Little Dagger. Das sorgt dafür, dass ich immer in den Nahkampf will und dann kriege ich voll auf die Schnauze. Okay, gut, ich halt ja schon Abstand. So. Ich hoffe, ihr trinkt bei dem Wetter auch genügend, Leute. Ich hoffe, ihr trinkt genügend bei dem Wetter. Nur mal so ein kleiner Reminder. The Sun, hallo. Oh Gott. Legen wir mal hier eine Bombe, da eine Bombe. Ach, es ist super, Itemräume zu finden, wo keine Items drin sind. Das sind meine Lieblings-Itemräume, möchte ich nur mal ganz kurz klarstellen. Wütend. Holly wird wütend. Tja, Luck up, okay. Tja, Hasch. Wie will ich denn Hasch bekämpfen mit meiner... Ach, das war so eine Hoffnung, die ich hier hatte. Ich könnte auch in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. Vielleicht ist hier auch der Geheimraum. Nee, ist ja nicht, okay. Gut, Zacki-Zacki-Raum reingehen und dafür dann riskieren, ein halbes Herzchen nur zu haben. Wir haben The Sun, das ist schon mal super. Das gefällt mir sehr. Gott, meine Nase läuft wegen dem Wetter. Mein Schnodder schmilzt. Hallo, blass Herzchen, okay. Wir haben Plus gemacht, ein halbes Herzchen dazu gewonnen. So, dann lass uns jetzt mal beeilen. Die Emperor-Karte, leider konnte ich sie nicht mitnehmen. Aber hey, wir haben The Sun und das ist super. Ich würde sie auch am liebsten jetzt gerne einsetzen, Mann, aber... Schauen wir mal. Ich glaube, ich setze sie auf jeden Fall auf der nächsten Ebene ein, weil Womp-Ebene möchte ich so schnell wie möglich überspringen. Weg damit. Einfach nur weg damit. Seht ihr? Was für gefährliche Kreaturen hier auf mich lauern. Explosive Diarrhea. Oh, nein. Das macht das Ganze nicht schöner, Mann. Das macht das Ganze nicht... Okay, gut. Ich habe nur noch... Ein halbes blaues Herz. Genau, ich hatte eineinhalb. Jetzt ein halbes nur noch. So, Concentration. Jetzt nicht in den Nahkampf gehen. Komm schon, nicht in den Nahkampf gehen, Holly. Hör einfach auf. Geh nicht in den Nahkampf. Und versuch den Devil Deal dir zu schnappen. Da kann etwas Schönes drin sein. So. Laden wir das mal auf. Sind gar nicht mal so groß, die Tränen. Ich dachte, die werden ein bisschen größer. Sind eher ganz schnuggelig. Pheromone. So, komm schon, ist das der richtige Weg? Es ist nicht der richtige Weg. Ah, der richtige Weg zu diesem Steinchen hier. Und da ist bestimmt etwas Wunderschönes drin. Wie Crickets, okay. Aber dafür Consumables und HP up. Gut, wir haben alles dazu bekommen irgendwie. Haben 42 Münzen, also wir haben die Antwort auf alles. Super. Und das ist ein Scheißraum. So. Ein bisschen eine Ansage gemacht. Alles zerstampft hier. Dankeschön. So, gib noch mehr Luck up. Ich will noch mehr Luck up. Gib noch ein Rad up. Ich will noch mehr Luck up. So. Au. Das war übrigens ein schlechter Wortwitz. Die lernt man auch, wenn man lang genug Let's Play. So. Okay, ich will das öffnen. Was ist das hier? Was ist das hier? Battery. Okay, wow. Wie viel Leben habe ich noch? Scheiße. Consumables und HP up. Hat er mir auch ein paar blaue Herzen dazu gegeben? Werden wir gleich sehen, ne? Ob wir den Devil Deal bekommen oder nicht. Daran werden wir es erkennen. Nein. Scheiße, ey. Hat er mich gerade richtig gerackt. Ich muss in den Nahkampf. Guck mal, weil wir so wenig Damage machen. Deswegen muss ich in den Nahkampf. Wir machen so wenig Damage. Für mehr Damage. Ist doch nicht meine Schuld. Danke. Wenn die Mod uns keine coolen Damage-Ups gibt. Au, Mann. Verdammt nochmal. Hat er es noch geschafft im richtigen Moment. Alter, die haben heute richtig Glück. Das sind alles kleine Lacker, Mann. Die haben einfach nur Glück, dass sie hier... Ja, die haben einfach nur Glück. Mehr nicht. Ich gehe gleich in den Zacki-Zacki. Ach Gott, nächster. Weg damit. Auf Wiedersehen. Könnte ich jetzt bitte mal einfach irgendwie den Boss finden? Hallo? Nein, natürlich nicht. Den Boss finden in der Bomb-Ebene ist ein Luxusgut hier. Okay. Irgendwo da oben ist er. Gut. Auf der nächsten Ebene auf jeden Fall setze ich die Sun-Karte ein. Da wird mich nichts aufhalten. Auf jeden Fall zack, direkt einsetzen. Und wahrscheinlich haben wir dann den Curse of the Lost. Oh, ich sehe schon, komm. Okay, geil. Eine Superform hat mich getroffen. Wirklich abgefahren. Kriege ich direkt Aggression hier, Mann. So. Auf Wiedersehen. Ist übrigens auch die Sackgasse. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Immer noch. Das ist ein Spaß. So viel Spaß hier. Edmund. Echt toll. Okay, warte mal. Schon wieder eine Sackgasse. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein... Das gibt irgendwo. Wahrscheinlich am Zipfel da oben rechts. Huh? Ernsthaft?
Es ist der Zipfel hier oben, alles klar. Na klar. Jetzt komm noch, selber mit einer Pompe sprengen. Das wäre auch super. Das wäre auch ein Gag des Jahres, Mann. Naja, immerhin haben wir jetzt Consumables und ein HP abbekommen. Das müsste mir eigentlich ein paar schwarze Herzen gegeben haben, oder? Eigentlich theoretisch. Sind die geploppt? Sind schwarze Herzen geploppt? Ich weiß es nicht. Auf Wiedersehen. Ich lasse die Münzen liegen, Mann. Die gehen mir am Arsch vorbei. So. Okay. Na? Ich hätte vielleicht das andere Item mitnehmen sollen aus dem Boss Rush. Dieses, was, wenn ich in eine Richtung schieße, dann schieße ich schneller. Ich wusste nicht, ob es mit Kakao funktioniert überhaupt. Ob man da den Knopf gedrückt halten muss oder einfach, ob es wirklich reicht, nur in eine Richtung zu schießen. Hallöchen, du. Das war schon ein bisschen knapp. Komm, wir legen eine kleine Bombe. Haben ja genug davon. Oh, perfekt. Wunderbar. Okay, das ist unglaublich. Ist es nichts Erlebende? Nein, kann nicht sein. Da ist der Boss. Ja, Gott sei Dank. Wow. Das ist ja fast geklappt. Hätte ja fast geklappt wie heißt der? Hasch. Aus auf der nächsten Ebene ist er gleich irgendwie, keine Ahnung. Direkt neben uns. Nimm mal die Herzchen mit. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Und das ist ziemlich gruselig gerade. Oh, auf Wiedersehen. Okay, wir haben auf jeden Fall ziemlich wenig Leben. Scheiße, ich glaube, ich nehme dich mit. Ja, ich nehme dich mit. Weil ich bin schneller und durch die Batterie machen wir zweimal diesen Strahl. Ziemlich cool. Und wir haben... Okay. The Sun. Direkt. Direkt der Sun, Mann. Ist mir scheißegal. Okay, gib mir den Schlüssel. Ja, Hasch können wir auch nicht machen, ganz ehrlich. Auf Hasch müssen wir auch verzichten. Und jetzt erstmal so viel... Also jetzt erstmal kein Leben verlieren. Komm schon. Ich will den Bosswasch haben. Und ein blaues Herzchen. Super. Perfekt. Okay. Könntet ihr aufhören, ihn zu beschützen? Ja. Oh, und weg ist das blaue Herzchen. Bye. Was Schönes. 2 Sekunden zu haben. Oh, die Erratic Mutt ist so gemein. Die ist gemein und unfair. So. Okay. Die 5. Die Reroad die Ebene nochmal. Da kann ich die Ebene nochmal machen. Will ich denn? Will ich die Ebene nochmal machen? Ich habe doch jetzt das Sun eingesetzt. Ich will die Ebene nicht nochmal machen. Auch wenn wir nochmal die Chance hätten, noch einen Devil Deal zu bekommen. Falls wir jetzt überhaupt noch einen bekommen. So, aufladen. Laden wir es halt auf ein bisschen durch das Multidimensional Baby durchschießen, um mehr Damage zu machen. Holy shit. Oh Gott, ich habe mich gerade richtig erschrocken, weil ich dachte, ich habe noch den Fuß als Space Item. Oh, und plötzlich fliegen nach rechts. Das war gerade sehr brainfuckend. Eigentlich hätte ich das Pferd behalten sollen für It Lives. So. Okay, das sind böse Spinnen, die nicht sterben. Und eine Batterie, das ist perfekt. Perfekto Matico. Lass hier ein paar Augen zerstören und warten, bis er runterkommt gleich. So. Und triff ihn. Ja. Perfekt, Mann. Okay, kein Devil Deal bekommen. Gut, ich gehe jetzt mal zurück und gucke in den Zacki-Zacki-Raum rein. Die 5, um die Ebene nochmal zu machen. Es ist die Womp-Ebene, Gott. Es steht nicht mal fest, dass ich da wirklich jetzt noch einen Devil-Deal bekomme. Ich habe hier nicht mal einen bekommen. Was droppst du mir so? Ich glaube nicht, dass ich alle Schlüssel brauchen werde. Ne? Oh, okay. Gut. Ich glaube, ich gehe auch einmal ganz kurz da links reingucken, weil in der Heretic Mod sind da auch manchmal Items drin. Und im Geheimraum, da, das interessiert mich. Was da drin so abgeht. Was für geheime Dinge. So, zeig mal her. Okay, wir können hier dran spielen und für blaue Herzchen. Okay, alles klar. Ich glaube, ich nehme das mit, ja. Gut. Ja, stimmt, es wirkt ja jetzt doppelt. Oh, wie gut ist das denn, bitte? Wie gut ist das denn, Leute? Sag mal, wie gut. Nein, ernsthaft, schreibt mir in die Kommentare, wie gut das ist. Jetzt, ohne Scheiß, ich will es wissen. Bin mir nämlich unsicher. Gut. Das ist sehr gut. Dann lass uns jetzt mal in die Chest gehen und gleich unser Space-Item einsetzen, was ich eigentlich da hätte machen können tun. Ja, wieder vor Freude vergessen. Wir könnten auch die Womp-Ebene nochmal machen. Jetzt mit dem Teil, aber irgendwie... Die Womp-Ebene. Irgendwie sagt mir... Mein Gefühl sagt mir, du stirbst sowas von. Du bist heute nicht bereit, du bist heute nicht auf einer Höhe. Du stirbst. Let's go. Okay, das will ich machen. Okay, gut. Ein paar Münzen und sowas. Und Schlüssel. Gut, die brauche ich unbedingt, Mann. Damage? Was? Ich werde doch gleich den Boss sicherlich total easy schaffen. Nacht. So. Scheiße. Okay. Nimm das halbe Herzchen mit, damit wir auf jeden Fall gleich
Also später auch den Polaroid-Effekt bekommen. Ich darf jetzt nur keine ganzen Herzchen mehr mitnehmen. So. Noch ein Schlüssel. Okay, noch vier Räume, dann haben wir es. Dann können wir... Okay, cool, ich spiele an dir. Ich glaube nicht, dass ich mein ganzes Geld brauche. Sagt er und fand dann Money Equals Power. So. Komm schon, was gibst du mir? Ah, schön, danke schön. Filled with goodies. Nice, mein Freund. Ich kann es noch nicht ganz einschätzen, das Item, weil ich es selten bekommen habe tatsächlich irgendwie. Aber ich glaube, es sorgt dafür, dass wenn wir getroffen werden, dass wir auch ein paar Sachen droppen, ne? Mhm. Ich glaube, das war's. Bad guess. Huh? Komm schon. Ups, was? Ich habe ihn nicht getroffen mit meinem Furz. Komm schon. Okay, ein Regenbogenwürmchen. Ja, ganz lustig, aber praktisch ist was anderes. Und jetzt... Ach nee, noch zwei. Ein Raum. Dankeschön. Und hier geht's hoch. Okay, gut, habe ich schon gedacht. So, das gleiche nur noch gespiegelt. Au, 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 das war nicht cool. Egal, wir bekommen bestimmt gleich noch ein paar blaue Herzchen. So, und ein blaues Herzchen. Sehr schön. Was ist das hier? Wheel of Fortune. Ach, hätte ich behalten sollen. Ah, hätte ich behalten sollen. Hätte ich das ploppen können in der Chest, hätten wir ein Item bekommen. Okay, gut. Verdammt nochmal. Erst denken, dann einsetzen, okay? Komm schon, jetzt kriegen wir hin. Denken, einsetzen, denken, einsetzen. Ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Ah, das Geld brauche ich nicht. Droppen die irgendetwas, ne? Ja, das ist ein Geld. Cricket's Head? Nein. Nicht das halbe Herzchen mitnehmen, danke. Jetzt fängt mein Auge an, leicht zu drehen, das linke. So emotional, dieser Run. Und jetzt kriegen wir voll auf die Schnauze. Oh, sehr gut, gut. Der Dagger macht einfach zu viel Schaden. Ich muss einfach mit ihm arbeiten. Ich muss einfach mit ihm arbeiten. So. Sehr gut. Ja, guck mal, wie wir ihn fertig machen. Das ist ja richtig die Geheimwaffe. Der schafft nicht mal seine Tränen zu schießen, weil ich sie alle abwehre. Sehr gut. Es lief besser, als ich dachte, Mann. Ich dachte, wir werden richtig zerstört. Let's go. Nächste Ebene. Und wir müssen auch noch Megasatan besiegen, ne? Bloody Lost, genau. Leider haben wir den Boss wahrscheinlich nicht geschafft und Hush auch nicht, aber es kommt noch. Curse of the Lost, oh, da wird schon direkt gesagt. Quadshot. Ich glaube, ich nehme Quadshot mit. Ich glaube, das war eine gute Idee. Das nehme ich auch mit. Und das hier nehme ich mit. Und das hier auch. Ach, Mann, ey. Wieso, ey? Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall Quadshot, genau. Das sollte helfen. Es ärgert mich nur, dass wir jetzt halt Curse of the, du weißt schon was, haben. Und jetzt haben wir auch vier Orbitals um uns herum. Cool, oder? So. Ich hätte so gerne mein Space-Item eingesetzt. Werde ich so oder so tun, aber es bringt mir nichts. Nur ein paar blaue Herzchen, die mir wahrscheinlich das Leben retten werden, aber sonst bringen die nichts. So. Komm, schön in den Nahkampf gehen. Auch wenn die Guillotine mich verwirrt, macht sie trotzdem plus Damage ab und Fire Rate ab und so. Ist ein gutes Item eigentlich. Also kann man schon eigentlich was riskieren. Komm, schön aufladen. Und in den Nahkampf gehen. Okay. Könntest du jetzt bitte einmal sterben, danke. Oh, sehr schön. Immerhin bekommen wir sowas hier. Oh. Hierophant, super. Und eine Chaos Card. Moment mal, wo setze ich das ein? Ja, bei Hush wäre super. Oh, Chaos Card bekommen vor Hush. Das ist das Abgefahrenste überhaupt, Mann. Das wäre sehr befriedigend. So. Welchen Boss mache ich damit fertig? Megasatan oder diesen hier? Beide sind irgendwie schlimm. Wobei Megasatan nicht so ganz schlimm ist, weil ich ihn verstehe. Der andere Boss hier ist halt ein Mischmasch aus diversen Bossen und das macht das sehr schwer. Irgendwie auszuweichen, weil er alles Mögliche macht. Alles gleichzeitig, Mann. Ich weiß nicht, wo ich da stehen soll. Also werden wir da auf jeden Fall ziemlich viel Leben verlieren. Ich hoffe, unsere Kugel gibt uns gleich ein paar HP-Ups. Sackgasse! Okay, gut. Wo waren wir noch nicht? Oh Gott, das war komplett in der falsche Richtung, ne? Hier oben vielleicht? Aha. Oder ist es auch eine Sackgasse? Das ist auch eine Sackgasse. Gut. Gut, Mann. Gut. Lass dir Zeit. Und was ist das hier? Das war Emergency Contact, genau. Da kommen Hände von oben und halten den Gegner fest. Ziemlich cool eigentlich. So, ja. Megasatter machen wir gleich auf einen Moment, Mann. Ich hab noch ein bisschen Geduld. Wir gehen jetzt erstmal in den Nahkampf hier. Klatschen mal ein paar Typen hier weg. Sind eigentlich auch ziemlich geschützt durch die Orbitals, deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein. Außer ich kuschel mit den Gegnern wie eben gerade. So. XL-Räume laden auch zwei Striche auf. Das ist sehr gut. Habe ich auch sehr spät erst gemerkt, ey. Erst als ich schon 1000 Spielstunden hatte. Habe ich gemerkt, dass XL-Räume hier zwei Striche hinzufügen zum Space-Item. Das war ein ziemlicher Brainfuck. Okay.
ist das hier? Ach, komm schon. Porte mich doch rein zum Boss. Ich nehme das mit. Zum Devil Deal, meinte ich. Spiel keine Spielchen. Gebt ihr mir ein HP-Upgrade, bitte? Sehr gut. Das ist ein HP-Upgrade. Macht mich langsamer, aber ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Was ist hier los? Ach so, Pinnies, genau. Oh. Oh Gott. Sehr gut. Ich will mit Quadshot arbeiten. Piercing Shots, das ist nett, das ist super. Ach man, wir bekommen so viele Karten. Irgendwie gar nicht mal so geil. Okay, da ist die Chaos-Karte, die merke ich mir mal. Die werde ich mir dann wahrscheinlich beim, wenn ich zurückgehe, holen. Und erstmal Empress für den Bosskampf gleich benutzen. Genau. Wenn ich den Weg gleich überhaupt wieder zurückfinde. Ich hätte Brotkrümelchen legen sollen. Okay, du bist da. Bitte sei der richtige Weg. Das wäre super. Super mega Töfte. Die Batterie habe ich gesehen. Setze ich aber gleich ein. Das wäre sonst Verschwendung, weil sonst haben wir zwei Räume umsonst geklärt. Mhm, das nehme ich mit. Schade. Hätte ich mir aber auch denken können, dass das der Sackgasse ist. Let's go. Denn die Münze hat mir den richtigen Weg gewiesen. Das war mein Brotkrümelchen. So. Okay, gut. Dann mache ich jetzt mal den Boss und hoffentlich sterbe ich nicht. Hey, Primo. Ach, das ist der. Moment mal, ich habe ihn verwechselt. Moment, hier im Darkroom kommt ja dieser Typ, der ein Mischmasch aus 1000 Bossen ist. Der mir sehr Angst macht. Okay, ich würde gerne die Äpfel kaputt machen, wenn es klar geht. Okay, einer ist weg. Und der nächste ist weg. Und jetzt gehen wir einfach wieder in den Nahkampf. Mal gucken, ob es... Autsch, autsch, autsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Chaos-Card setze ich auch erst ein, wenn wir in der zweiten Form sind von Mega-Satan. Auch wieder keine Herzchen. Wrist. Temperance. Gibt mir Temperance ein Item? Nein, ne? Nee. Gut, 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 gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Batterie ansetzen. Kein blaues Herzchen. Komm schon. Was bist du denn für ein Arsch? So. Gehen wir zurück. Machen Mega-Satan fertig und sind dann glücklich, oder? Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen geschafft. Guck mal. Das ist schon ein bisschen gefüllt, die Liste. Okay, das ist nicht der richtige Weg gewesen. Fuck, wo geht's hin? Aber immerhin haben wir das hier. Das kann uns heilen. Let's go, Leute. Let's go. Mega-Satan. Erst in der zweiten Form. Hoffentlich verfehle ich nicht. Ist auch immer so die Panik. Komm schon, dreh dich schneller, Messer. Und perfekt. Perfekt. Perfekt gedreht, Mann. Perfekt. Oh, nicht gut, nicht gut. Ich kann auch sein, dass ich gleich noch sterbe, Mann. Weil der Damage fehlt halt, ne? Wir haben nur drei Striche Damage. Der Damage hat gefehlt. Das ist nicht meine Schuld, dass wir jetzt hier gerade verkacken. Das ist der Damage. Ich könnte natürlich die ganze Zeit Spam hier. Dass so eine Maschinengewehr mich verwandelt hier. Zack, 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 zack. Drei Striche Damage, Säumilk. Selbstgebautes Säumilk, aber ein bisschen stärker. So. Komm schon. Perfekt. Oh Gott, mein Arm tut weh. Au, wow, 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 wow. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Ich muss noch voll viele Wellen überleben. Ey, es kann sein, dass wir abkratzen. Und das Space-Item. Ich habe mich darauf verlassen, aber es hat leider keine blauen Herzchen gespammt, gespawnt. So. Vielleicht ein bisschen aufladen. So ein ganz bisschen. Ups, das war knapp. Weg mit dem Händchen. Okay. Wäre cool, wenn wir auch irgendwie so More of the White, jetzt haben wir es. Hätten. Oh, immerhin werden wir geheilt so ein bisschen, das aber nicht gut ist. Also, weil kein voller Reuteffekt. Das wäre gut, wenn er mich nochmal heilen könnte, bitte. Oder halt dann nur einmal pro Raum. Ich hoffe nicht. Nein, er tut's nicht. Okay, gut. Alles klar, hat sich erledigt. Wow, jetzt geht's aber los hier. Heil mich nochmal. Nice, was ist das? Ich hack nicht. Ich cheate nicht. Ich schwöre. So. Das hier ist die gefährlichste. Das ist das Suicide Squad hier. Pass auf. So, gleich nur noch ein paar Engel töten. Kriegen wir hin. Nur ein paar Engel töten. Komm schon. Sehr gut. Schnell in den Nahkampf gehen. Aber nicht zu risky. Nicht zu risky. Sehr gut. Perfekt. Okay, wir haben ihn gleich. Erst nur noch in die nächste Form bringen und dann passt das schon. Ich hab geklingelt, ich hab mich erschrocken. Diese Klingel erschreckt mich immer wieder, Mann.